DFB-Präsident Reinhard Grindel drängt auf einen dosierteren Einsatz des Videobeweises in der nächsten Bundesliga-Saison. Die Latte, wann der Videoassistent aktiv wird, liegt durch das IFAB-Protokoll sehr hoch, höher, als es mancher Videoassistent in der Bundesliga in der letzten Saison erkannt hat. Es wurde zu oft eingegriffen, sagte der DFB-Boss im Gespräch mit der Sportbild. Daher sei es wichtig, dass beim Schiedsrichterlehrgang vor Saisonstart in Graz auch noch einmal eine ganz klare Ansage erfolge, wie der Videobeweis umzusetzen sei. Es muss deutlich sein, dass wirklich nur bei klaren und offensichtlichen Fehlern, bei denen jeder Schiedsrichter zu einem anderen Ergebnis kommen würde, der Videoassistent eingreift und eine Korrektur anregt, erläuterte der 56-Jährige.